Ja, halli, hallo zurück. Tja, ihr habt mich bestimmt schon vermisst alle. Und ich möchte erstmal alle herzlich begrüßen an all meinen neuen Abonnenten. Und ich finde es klasse, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Und tja, wie ihr seht, ich bin schon fleißig dabei, hier alles zu ebnen. Denn es wird Zeit, das Atomkraftwerk zu bauen. Und tja, ich freue mich schon drauf, mit euch zusammen das Atomkraftwerk hier zu bauen. Und ich möchte erstmal noch allen nachträglich einen schönen dritten Advent wünschen und schöne Weihnachtsfeiertage noch. Und zur kurzen Information nebenbei noch mit, währenddessen ich hier mal alles abschlage. Es wird wahrscheinlicherweise vor Weihnachten noch ein Video geben und nach Weihnachten, sprich nächste Woche, erstmal keins weiter, denn Weihnachten ist immer im Kreis der Familie und das ist für mich natürlich am wichtigsten. Und tja, auch danach gibt es wieder fleißig Videos und ich werde auch versuchen, das wieder täglich zu machen, dass wieder täglich Minecraft-Videos rauskommen, denn tja, ihr wartet ja immer alle ganz gespannt darauf. Dann habe ich mir überlegt, dass es bald noch ein neues Projekt starten wird, ein neues Spiel. Und ja, was natürlich auch noch ist, Assassin's Creed 3 werde ich nicht weitermachen. Vielleicht ein paar Multiplayer-Spiele, aber umsonst von der Story her nicht, denn mein Rechner streikt bei der ganzen Aufnahme. Ich habe es jetzt mit sämtlichen Programmen in letzter Zeit versucht. Und es hat nicht funktioniert. Deswegen ist meine Vermutung, dass es an dem Spiel generell liegt, an der Sound vom Spiel. Denn, tja, das Knacken, das ist immer noch. Und das ist total belastend. So. Du bist schon leer. Dann nehmen wir dich. Wir haben ja noch ein Labpack. Okay, würde ich sagen, das wird so gut wie ausreichen. Oder gehen wir noch eins tiefer? Ich würde sagen, wir machen mal noch eins tiefer. Ist ja schnell gemacht. Genau. Ja, und sonst. Wie habt ihr denn bis jetzt den Weihnachtsstress, denn so viele sagen, denn überstanden? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Und ja, freut euch denn schon auf Weihnachten? Was sind denn eure größten Wünsche zu Weihnachten? Also was habt ihr euch denn so gewünscht? Habt ihr euch vielleicht ein neues Spiel gewünscht oder neue Hardware für einen Rechner oder tja, wer weiß. Habt ihr denn auch Wünsche eventuell an mich zum Beispiel, was ich dann zum Beispiel mal von euch her gesehen Let's Playen kann oder sollte oder machen sollte? Schreibt es mir mal in die Kommentare, das wäre sehr, sehr interessant. Und tja. Und ich möchte euch auch nochmal bitten, dass ihr mich bitte auch mal in die Kommentare schreibt, kommentiert, Daumen hoch oder Daumen runter gebt, wenn ihr das Let's Play natürlich sagt, Mensch, klar, klasse, Daumen hoch. Denn dieser Daumen, tja, ihr denkt immer alle, was wollen die alle mit dem Daumen? Ganz einfach. Dieser Daumen zeigt mir im Endeffekt, dass ihr meine Videos richtig klasse findet und ihr im Endeffekt dann entscheidet damit, Junge, mach weiter, das ist total klasse, was du machst. Und ja, denn nicht ich bin derjenige, der den Verdienst davon hat. Nein, ihr seid diejenigen, die den Verdienst davon haben, denn ihr seid diejenigen, die mir sozusagen zeigen, Junge, wie schon gesagt, mach weiter. Ihr seid am Ende diejenigen, tja, die dem Kanal natürlich auch zum Erfolg helfen. Und ja, das ist sozusagen nicht mein Verdienst, sondern euer Verdienst. So, jetzt sind wir schon so weit.
Wenn wir schon so weit sind, kann ich sagen, dann machen wir doch den Rest gleich noch mit. So. Tja, ich habe wieder ein paar Mods aktualisiert und ich will hoffen, dass das soweitgehend mittlerweile funktioniert. Tja, ich wurde auch schon gefragt in einem meiner Let's Plays, also auch im letzten, ob ich denn mein Modpack denn auch zum Download bereitstellen könnte. Und das muss ich leider euch sagen, nein, das werde ich nicht. Denn ich tue immer mal neue Mods ausprobieren, neue Mods hinzufügen, Mods wieder rauslöschen, die halt nicht dazu passen, die nicht zu meinem Spiel passen. Denn, ja, es gibt ja zigtausende davon. Und deswegen wird es leider nichts, mein Modpack zum Download bereitzustellen. Denn ihr würdet euch ärgern, Mensch, ich habe ein Modpack gemacht und bietet es euch an zum Download und dann stellt ihr fest in einer meiner Let's Plays, das hat der Junge nun schon wieder gemacht, hat Schmutter neues, einen neuen Mod drinne und ich müsste dann jeden Mod, den ich neu drin habe oder rausgenommen habe, euch Bescheid sagen und ihr, wenn ihr genauso spielen wollt wie ich, dann müsstet ihr das im Endeffekt dann auch ändern und ich will euch den ganzen Stress im Endeffekt ersparen. Tja. Wie gesagt, es wird auch bald ein neues Let's Play geben über ein neues Spiel. Es wird sozusagen ein, naja, fast blindes Spiel, denn ich habe es vorher jetzt schon ein bisschen gespielt, ganz so blind ist es ja dann nicht mehr, aber ja, ich kenne es eben noch nicht so richtig und es geht im Endeffekt um das Spiel Mass Effect 3, beziehungsweise 1 bis 3. Die 3 habe ich damals ganz kurz, wo es rauskam, mal angetestet, die Demo. Und ich fand das recht interessant, habe es aber nicht großartig mehr weiter gespielt oder gekauft. Jetzt habe ich mir im Endeffekt die ganze Version gekauft, Teil 1 bis 3. Und weil ich sehr gespannt bin über die ganze Story, wie das alles im Endeffekt so kam, wie die ganzen Außerirdischen gekommen sind und so weiter und so fort. Ja, deswegen habe ich vor, ein Let's Play drüber zu machen, weil es für mich sehr interessant ist. Ich mag solche Spiele mit Geschichte. Und ja, da könnt ihr schon mal ganz gespannt sein. Wie gesagt, ganz blind ist es ja nicht, denn ich habe es ja jetzt schon mal angetestet und schon mal angefangen ein bisschen zu spielen. So 1, 2, 3 oder 4 Missionen habe ich schon mal gemacht von der Hauptstory, ein paar Nebenmissionen. Also ist es ja nicht ganz blind. Aber so ganz durchgestiegen bin ich noch nicht und bis jetzt ist es auch eine relativ schöne Geschichte über das ganze Entstehen von Mass Effect, was die Geschichte von Mass Effect überhaupt ist. Und da könnt ihr schon mal ganz gespannt sein drauf, was da so alles kommen wird. Ja, so, ich hoffe, dass ich hier noch fertig werde, denn sonst war das wieder mal eine ganze Folge nur mit Buddeln. Ich kann euch schon mal zeigen, was der Unterschied ist zu dem Labpack und dem Badpack. Das Badpack hat im Endeffekt nur 60.000 und es war voll. Und das Labpack hat 300.000 und wie ihr seht, es ist immer noch nicht leer. Also ganz praktisch. So. Sind ja fast fertig hier. Und geht auch relativ schnell mit dem Mining Drill. Und ja, ein schönes Setup habe ich ja auch schon. Ich werde das nutzen von meinem Server. Und bevor die Frage wiederkommt, ob ihr denn mal auf meinem Server spielen könnt, und diese Frage muss ich auch beneiden, denn dieses Server ist ein Freundeserver, den ich wirklich nur mit meiner Freundin und meiner Frau spiele. Und zumindest nicht nur ich, sondern wir uns gesagt haben, dass dort kein anderer drauf spielen darf und das im Endeffekt nur für uns ist. Ich werde ab und zu mal ein paar Ausschnitte davon machen, mal sehen, wann das nächste kommt, denn wir haben schon wieder ein bisschen was gemacht. Und es wird bald noch ein Video geben, denn ich habe noch einen Server. Tja, einen Server über Battlefield 3. Und wenn ihr dort mitspielen wollt, das ist kein Problem, das könnt ihr gerne machen.
die IP und so weiter wird es noch geben, aber das wird in einem extra Video sein, ein Informationsvideo drüber, und da könnt ihr auch schon mal sehr gespannt sein, denn das wird eine große Arbeit für mich werden, dieses Informationsvideo zu machen. Und tja, ich will hoffen, dass es euch dann auch gefällt, wenn es soweit ist. Aber das könnt ihr dann sehen in den nächsten Wochen. Denn vor Weihnachten möchte ich mir das sozusagen nicht noch machen, dieses Video, denn es ist sehr viel Arbeit und ich möchte auch gerne die Weihnachtszeit ein bisschen reingenießen. Ja. So. Jetzt haben wir es geebnet. Sozusagen. Jetzt werden wir hier noch die Löcher zumachen. Und hier im Endeffekt kommt dann das Atomkraftwerk hin. Sieht doch schon mal ganz neckisch aus. So, dann werden wir erstmal die ganzen Sachen hier ausleeren. Die Steine, aua. Ach du Schande. Das Ding ist ja voll bis zum Umfallen. Boah. Na gut. Da bist du ja auch schon fast voll. Meine Güte, hat sich ja ganz schön was geändert. Okay, dann werden wir mal den ganzen Mist am Einstecken haben. Mal hier oben rein tun. In die Kiste. Hoffentlich ist hier noch ein bisschen Platz. Hier ist noch ein bisschen Platz. Ist denn hier noch ein bisschen Platz drin? Ja, hier ist auch noch ein bisschen Platz drin. Aber nur ein bisschen. Okay. So. Den ganzen Mist da hinten, die ganze Erde, da hat schon hinten mal sehen, dass das so normal verschwindet. Dass ich nicht alles einsacken muss. So, wo haben wir denn unsere Steine hingetan? Hier können wir noch welche machen. Den ganzen Stack davon. Okay. Tja, Module müssen wir auch noch bauen. Das machen wir aber alles so nebenbei, so nach und nach mit. Denn wir brauchen ja erstmal Strom für die ganze Sache hier unten. Da können wir gleich mal runter gucken, ob da noch alles vorhanden ist. So, hier ist noch alles im Gange. Es funktioniert auch noch alles. Hier ist noch alles verbunden. Ich gucke lieber immer gerne mal nach, denn tja, es kann ja immer sein, dass irgendwas ist. So, ihr braucht noch alle einen Schalter. Den muss ich ja auch noch anbringen, damit ihr euch im Endeffekt schon mal vorheizen könnt, wenn es dann soweit ist. Aber das machen wir erst, wenn es dann soweit ist. So, hier müssen wir noch ein paar Kisten aufstellen und so weiter und so weiter. Tja, wie ihr seht, es ist noch sehr viel zu tun. Aber erstmal hat das Atomkraftwerk sozusagen den Vorrang, damit wir uns erstmal sozusagen eine Grundfläche bauen können. Und ja. Dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Es gab zwar nicht viel zu sehen, aber zumindest haben wir jetzt schon mal die Grundfläche fürs Atomkraftwerk. In der nächsten Folge werden wir dann anfangen, das Atomkraftwerk dann zu bauen. Wir werden die Reaktoren müssen wir auch noch bauen, wenn das Atomkraftwerk zumindest die Hülle nahe steht. Und ja. Dann wünsche ich euch allen noch ein wunderschönes Weihnachtsfest, wunderschöne Feiertage. Feiert schön im Kreis der Familie, habt Spaß miteinander und denkt dran, schenken ist nicht alles. Denn ein gemütliches Beisammensein in der Familie ist das größte Geschenk, was man je haben kann. Na dann, ich wünsche euch was, bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.